Lieber Elia, magst du uns von deiner kulturellen Sozialisation und deinem künstlerischen Werdegang erzählen? Ich stelle diese beiden Fragen in einem Atemzug, da sie sich wahrscheinlich nicht voneinander trennen lassen. Aber erzähl einfach ganz frei. Ja, ich weiß jetzt nicht, was kulturelle Sozialisation genau bedeutet, aber also Werdegang, genau. Ich bin, um ganz am Anfang anzufangen, also in Bulgarien geboren. In Plovdiv, also es ist die zweitgrößte Stadt des Landes, dieses Jahr auch Europäische Kulturhauptstadt, zufälligerweise, wirklich ein besonderer Ort, angeblich 8000 Jahre alt. Also ein sehr reichhaltigen Ort sozusagen, in einer ärztlichen Familie. Und Musik war immer präsent bei uns und so hat mein Großvater auch Cello gespielt. Und der war auch mein erster Lehrer und hat mir sein Cello auch dann geschenkt. Also mein erstes Cello war sein Cello und so kam die Musik einfach ganz selbstverständlich in mein Leben mit hinein und die Sache lief ziemlich gut da an der dortigen Spezialschule für Musik, die ich dann bis zur 10. Klasse besuchte, weil ich dann als Jugendstudent in Wien aufgenommen war und da fing es schon an. Da ging ich raus aus Bulgarien und ja, fing so meine Weltentour an. Ja, und dann genau in Wien studiert, nur zum Anfang, weil da gewisse Sachen nicht so gepasst haben für mich, suchte ich nach einem Wechsel und das brachte mich dann nach Mannheim, nach Deutschland. Das war mein erster Aufenthalt hierzulande. Ich studierte weitere 5 Jahre, wo ich dann meine Diplome gemacht hatte als Orchestercellist, Konzertcellist, Solistenexamen heißt das. Und dann fing schon das Berufsleben an. Also aus Mannheim durfte ich gleich nach Spanien umziehen, wo ich meine erste Stelle als Solo-Cellist im Orchester von Malaga bekam. Genau, und dann, das waren auch weitere 3 Jahre, dann bin ich nach Madrid umgezogen, eben ein bisschen auf der Suche nach dem kulturellen und auch nach der Essenz irgendwie des spanischen Kulturlebens, natürlich im Einklang mit der ernsten Musik, mit der ersten Kunstmusik. Den Malaga natürlich war herrlich, aber also, ja, Flamenco so auf dem Cello, das kann es vielleicht auch geben, war nicht jetzt unbedingt für mich sofort zu erschließen. Genau, und dann nach Madrid bin ich schon mit Familie nach São Paulo, Brasilien umgezogen, wo ich auch wieder der Solo-Cellist des Symphonieorchesters des Staates São Paulo wurde. Das waren 2 weitere Jahre, auch eine enorme kulturelle Bereicherung mit einer anderen Sprache. Also natürlich die Länder, in denen ich gelebt habe, da habe ich die Sprache natürlich auch gelernt und gesprochen. Genau, das Portugiesisch-Brasilianische war auch sehr spannend. Sprache ist ja Musik. Also da kriegt man sehr viele Farben auch mit, auch was jetzt kunstübergreifend sind, also nicht nur Musik. Tanz, Samba und solche Sachen. Also das war eine tolle, tolle Zeit in Brasilien. Und da bin ich zurück nach Deutschland gekommen, also 2. Abschnitt Deutschland, allerdings in Bayern, in Regensburg, wo ich dann wieder Solo-Cellist war im lokalen Orchester, Opernorchester. Und dann hatte ich schon die Bewerbung für Neuseeland, sozusagen hinter mir, und es kam dann der Bescheid, dass ich nun also Solo-Cellist des Orchesters von Auckland werden durfte. Und da sind wir nach Neuseeland, nach Auckland umgezogen, wo wir fast 8 Jahre verlebt haben und woher wir nun eben jetzt wieder nach Deutschland zum 3. Mal zurückgekommen sind, nach Hannover eben dieses Mal. Für mich war Deutschland sein Phänomen etwas zwischen Preußen und Bayern, also zwischen Berlin und Bayern München. Und jetzt hier im Nordwesten ist das natürlich ganz was anderes. Hannover, also wirklich sehr schön, erlebnisreich und ja, vor allen Dingen jetzt hier mit meiner neuen Berufung als künstlerischer Direktor der Villa Seligmann. Sehr spannend. Was würdest du beschreiben, was aus Bulgarien für dich prägend war von der Kultur aus deiner Heimat? Ja, das ist eine sehr gute Frage, vielen Dank. Also das konnte ich mir eigentlich erst dieses Jahr beantworten, so richtig.
Denn ich bin in einem also sehr tormentierten Bulgarien aufgewachsen. Also erstens der ganze Krach der Systeme, also der Glaubenswerte. Also das war Bulgarien, war ja ein kommunistisches Land, also jenseits des Eisernen Vorhangs. Irgendwo auch ein Satellitenstaat von der Sowjetunion. Also. Und als ich glaube, 11 war, 10 oder 11, dann kam, ja, dann fiel der Eisene Vorhang und was man dann vorfinden konnte, ja, war eine Ruine, eine kulturelle Ruine war das Land. Es lagen überall pornografische Zeitungen, wurden verkauft. Also sozusagen der Westen stürzte in dieses kleine Randland Europas, der Westen stürzte hinein und es kam natürlich erstens das Aggressivste, das Plakativste fand sofort so den Einzug und das, was es natürlich vorher nicht gab. Deswegen will ich das so ganz krass formulieren, denn in der Tat wurden diese pornografischen Zeitungen ganz billig gedruckt, überall verkauft, es gab überhaupt keinen Jugendschutz, gar nichts mehr, es war alles wirklich kopfüber. Dann im Nachhinein konnte ich erleben, auch in der Familie, wie man alles in Frage stellte, die ganzen Werte, Familienwerte, alles. Man hatte irgendwie so viel zu kompensieren plötzlich, wo man ja jetzt eine Demokratie sozusagen war, was das bloß noch so bedeuten sollte. Und es ist bis heute eigentlich eine gewisse Generation sehr, sehr stark davon betroffen, also die Generation meiner Eltern. Wie mit diesem Clash der Zivilisationen letztendlich, der da stattfand. Und für uns heranwachsende Jugendlichen damals war das auch eine schwere Zeit. Und jeder musste das mit sich ausmachen, was das nun zu bedeuten hatte, wenn man damit umgeht. Also die meisten meiner Schulkommilitonen sind dann ins Ausland gegangen. Also man musste eigentlich die Flucht ergreifen, wenn man irgendwie einigermaßen ja, bei Vernunft bleiben wollte und gesund sich weiterentwickeln wollte, denn das Land hatte, war wirklich eine, wie kann ich das sagen, also keine Wüste sicherlich, denn geschichtlich hat das noch sehr viel zu bieten, sondern wirklich ein tormentierter Ort. Jetzt, nach wirklich vielen Jahren, habe ich irgendwie das Interesse oder den Drang verspürt, wieder zurückzugehen und etwas dort zu machen. Nicht zuletzt, weil eben meine Geburtsstadt diese Kulturhauptstadtberufung bekam und weil sich tatsächlich in den letzten Jahren doch einiges an guter Entwicklung dort getan hat. Also die Leute berauben sich nicht nur gegenseitig und beschimpfen sich nicht nur gegenseitig, sondern sind jetzt langsam imstande, auch das gemeinsame Gut irgendwie aufzubauen und zu pflegen. Also Plovdiv sieht jetzt so aus, wie ich das noch nie gesehen habe, wirklich eine sehr schöne Stadt. Es ist natürlich noch sehr viel zu tun, aus westlichem Auge heraus gesehen, aber es ist trotzdem in einer wunderbaren Verfassung. Und ja, also ich habe ein Festival dort jetzt abgehalten, gegründet und ausgeführt im Rahmen der Kulturhauptstadt, des Kulturhauptstadtprogramms. Und damit habe ich noch einmal irgendwie Plovdiv als Ort studiert und was das war und durch die Zielsetzung der Kulturhauptstadt auch, wie man die Geschichte jetzt also nicht aufarbeitet, sondern überhaupt sich mal bewusst vergegenwärtigt. Denn Plovdiv, wirklich als eine der ältesten Städte Europas, hat eigentlich schon immer eine unglaubliche ein Selbstverständnis, dass verschiedene Kulturen nebeneinander leben und sich bereichern und befruchten. Und das ist zum Glück trotz der Herausforderungen eigentlich der letzten Jahrzehnte erhalten geblieben. Also eben aus jüdischer Perspektive, Plovdiv hat immer eigentlich eine jüdische Gemeinde gehabt, selbst aus hellenistischen Zeiten. Und dann natürlich sehr bereichert durch die sephardische Auswanderung oder durch die Vertreibung der spanischen Juden, die ins Osmanische Reich sich ansiedelten. Und Bulgarien war nun mal Jahrhunderte Teil des Osmanischen Reichs. Also es gibt halt dieses Orientalische, es gibt das Westliche, es gibt einen großen deutsch-österreichischen Einfluss, könnte ich sagen, auch architekturmäßig. Es gibt das Hellenistische, es gibt das Römische, das Byzantinische eher gesagt. Und sicherlich dieses Bulgarische, das sich so irgendwo schwer definieren lässt. Denn einerseits ist das slawisch, andererseits ist das eigentlich hinter dem Ural irgendwie, also das Urbulgarische ist ja,
ja, sehr anders. Es ist eigentlich ein asiatisches Volk, asiatisch, genau, angehauchte Geschichte gewesen. Und dann die Slawen, also es ist wirklich ein sehr bunter Gemisch eigentlich aus Kulturen und Ethnien, die dort schon immer gelebt haben. Und jetzt ist man eben imstande, endlich das ein bisschen so herauszuarbeiten und zu begreifen. Was sind deine Visionen für den Standort hier in der Villa Seligmann mit der Arbeit, die du machen kannst? Hast du da ähnliche Projekte, die die Kulturen so zusammenbringen und die Begegnung so fördern? Ja, sicherlich. Also der Sprung von Plovdiv zur Villa Seligmann ist nochmals ein sehr großer Spruch. Aber in der Tat, es sind sehr viele Grundgedanken, die hier weit genauso eigentlich ausgeführt und gelebt werden können. Also, als ich von der Villa Seligmann hörte, das war irgendwie sehr objektiv. Also ich hatte keine Kontakte, keine Beziehungen nach Hannover oder so etwas. Und ich suchte selber nach einem Wechsel in meinem Leben. Also ich wollte mich so ein bisschen umorientieren oder ein bisschen mehr meine anderen Fähigkeiten und Talente sozusagen entwickeln. Also nicht nur das rein Musikalische, sondern eben das Organisatorische, das Gedankliche, das Konzeptuelle, das Gestalterische vor allen Dingen. Und dann stieß ich eben auf diese Ankündigung, dass man hier nach einem künstlerischen Direktor sucht in Hannover. Und genau, die Ausschreibung war schon sehr interessant. Für mich war das so die perfekte Mischung von künstlerischem Dasein, denn tatsächlich bin ich ja auch als Cellist, als Künstler eigentlich engagiert. Ein Teil meiner Aufgaben sind wirklich rein künstlerischer Natur. Aber auch das Veranstalterische, das, wie gesagt, das Konzeptuelle, also dass man die Richtung setzt, was dieses Haus eigentlich für eine Bedeutung haben könnte. Und sicherlich das Identitäre, also das Jüdische daran, das fand ich auch besonders reizend, dass sich jetzt nur seit so vielen Jahren verbinden lässt. Als ich natürlich die Stelle bekam und erstmal hierher ziehen durfte und ja, die Zügel greifen konnte, war mir eigentlich vieles nicht bekannt. Vor allen Dingen, wie man sich hier vorher schon mit dem jüdischen Erbe sozusagen auseinandergesetzt hat und wie man überhaupt jüdische Musik definiert hat. Also insofern war das letzte Jahr, und jetzt ist das gerade wirklich ein Jahr, wo ich da bin, war ja eine interessante Lernerfahrung und viele, viele Erkenntnisse kamen noch dazu. Also nicht nur das, was in mir wächst, sondern das, was ich hier vorgefunden habe, wie ich das zu interpretieren habe und wie das ja in der Gesamtperspektive zu sehen ist. Also die Villa Seligmann ist ein Haus für jüdische Musik, war schon immer so. Für mich ist es wichtig, die jüdische Musik als ein globales Phänomen zu präsentieren. Und Musik ist ja nicht nur Musik zu konsumieren, sondern Musik ist... Was ist Musik? Also nicht nur eine Sprache zu kommunizieren, sondern auch ein Zeugnis der Kultur, geschichtlich oder lebendig. Es ist sicherlich ein Medium, auch für die Zukunft, um über sich zu verstehen, aber auch über globalere Zusammenhänge Rückschlüsse zu ziehen. Also Musik, genau, in der ganzen philosophischen irgendwie Bandbreite. Denn man kann eigentlich jüdische Musik sonst gar nicht so richtig definieren. Im Judentum ist bekanntlich ein globales Phänomen. Jüdische Menschen haben und leben immer noch überall auf der Welt. Und ich fände es persönlich, oder ich finde es sehr spannend, und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, genau diese Globalität eigentlich zu erläutern. Und mit der Sprache, also mit dem Medium Musik eigentlich ein bisschen näher zu illustrieren, was jüdische Kultur ist oder was überhaupt jüdisches Dasein ist. Denn im Judentum ist bekanntlich Musik wirklich ganz groß geschrieben, also schon seit den Jahrtausenden. Das mag auch daran hängen, was es jetzt für Verbote und Gebote im Judentum gibt, nämlich dass man keine Abbildungen von Menschen macht, weil das ja natürlich Gottesabbildungen wären, irgendwo indirekt. Schauspiel, Theater war sicherlich immer präsent, aber dann kam das Thema der Frauen, also das ist halt im konservativen und orthodoxen Judentum, dass man sich halt da nicht so sehr entblößen darf oder nicht so sehr frei zeigen könnte.
Und dann, ich mache das jetzt auch nur jetzt, kleine Umrisse natürlich. Literatur war natürlich immer ganz großzügig behandelt und ja, das ist sicherlich sehr leicht zu erschließen aus der Weltliteratur überhaupt. Und Musik war sicherlich irgendwo das Nächste, was, womit man sich so im jüdischen Alltag und im jüdischen Leben ausdrücken konnte. Daher ist er sicherlich das Naheliegendste, irgendwie, womit man jüdische Kultur und deren Verbindung zu den lokalen Kulturen überhaupt illustrieren kann. Also es ist wirklich sehr kompakt, ich kann schwer zum Punkt kommen, was ja, das ist, denn es sind mehrere Punkte, es ist ein Puzzle eigentlich, das man auch ganz unterschiedlich lösen kann. Mhm. Also es ist nicht nur ein Bild, das man zusammen puzzeln soll, sondern es kann immer wieder was anderes entstehen. Also, was ich aber auch verstanden habe bisher, dass die jüdische Kultur als eine globale Kultur mit Werten, die sie für die verschiedenen Länderkulturen aber vereint, ein Beispiel sein kann, wie man gemeinsam leben kann in der Vielfalt und trotzdem mit einer gemeinsamen Wurzel. Also da lässt sich viel dran lernen für uns alle. So. Und, ja, ganz genau so sehe ich das auch. Richtig, das ist so ein bisschen komprimiert gefasst. Genau, ist das die Botschaft, dass tatsächlich diese Kultur alles Mögliche und Unmögliche überlebt hat über so viele Jahrtausende und es trotzdem geschafft hat, alle möglichen Großreiche zu überleben, zu überstehen und ist eigentlich auch heute genauso authentisch, würde ich sogar sagen, wie sie 3000, also ja, die Jahrtausenden war. Ja, in der Tat, es gibt etwas Spezifisches am Judentum, sei das jetzt die Resistenz, sei das aber jetzt die Werte oder sei das die Fähigkeit, sich also eingliedern, einbinden, einfließen zu lassen in die Kulturen, wo die Juden leben. Ein Thema der Integration. Natürlich ein Begriff, der sehr aktuell jetzt hier ist, ist zum Beispiel, dass im Judentum, im jüdischen Gottesdienst, wird am Ende werden immer Segen gesprochen, also nicht nur für diejenigen, die zur Torah aufgerufen werden, aber auch für das Land, für die Gemeinde, für den Ministerpräsidenten, wenn man das so haben will. Also das gehört eigentlich zum Ritual in der Synagoge. Und das ist für mich sozusagen ein Zeichen dafür, wie wichtig das ist, dass man, egal wo man lebt, dass man sich zu den Gesetzen des Landes, zu der Kultur des Landes bekennt, dass man sich sicherlich integriert. Das mit Assimilation, da haben wir aus der Geschichte einiges schon gelernt, dass es nicht immer die Lösung ist. Aus jüdischer Sicht ist das sicherlich gar keine Lösung. Denn man sollte, wie du das ja auch gesagt hast, auf jeden Fall seine eigene Kultur, seine Religion, seine Werte auf jeden Fall weiterleben, soweit sie natürlich kompatibel sind mit den Werten der Zivilisation, in der man lebt. Genau. Das heißt, die Angst, dass kulturelles Gut verloren gehen könnte, wie weit man sich, was man bewahren muss, damit die eigene Identität nicht verloren geht und wo man aber aufeinander zugehen muss oder sich auch inspirieren lassen darf, damit nämlich eine authentische Kultur, die für mich, wahrscheinlich sind wir da d'accord, auch, also für eine neue Generation auch immer flexibel sein muss. Also die kann nicht so bleiben, wie sie vor 3000 Jahren war, aber was bewahrt man? Wo lässt man sich auf eine Entwicklung ein? Wo lässt man sich inspirieren? Diese Fragen stellen sich ja immer wieder. Hast du da noch für uns zum Abschluss ein paar ganz persönliche Punkte? Schon zum Abschluss? Ich habe gerade angefangen. Ja, gefühlt, ne? Aber ich nehme an, lass wir uns ein bisschen für dieses Format. Ja. Ich würde das auch sehr gerne weiterführen, aber dass wir uns tatsächlich versuchen, einen guten Punkt zu finden, der das zusammenfasst und auf eine philosophische oder auch menschliche allgemeine Ebene heben kann. Ja, also sicherlich die Offenheit und
Ich habe das auch hier als sozusagen mein Untermotto meines Wirkens an der Villa Seligmann gemacht. Genau, wir können alles gemeinsam gestalten, wir können voneinander lernen, solange überhaupt man einander zuhören möchte. Denn das ist, glaube ich, eben der Kern, die Kernfrage: Will man eigentlich dem anderen zuhören oder will man das nicht? Aus welchen Gründen auch immer gibt es Leute, die wirklich nicht zuhören wollen. Sie kommen einfach mit ihrem Glauben, mit ihrem leider auch sehr oft Verurteilen und daher entstehen die ganzen Probleme und wollen einfach nicht mehr hören. Sie wollen nichts mehr wissen, sie wollen nicht mehr rational begründen. Wir leben auch in einem Zeitgeist, wo die Rationalität auf jeden Fall langsam in den Hintergrund tritt, weil emotionale Handlungen, der Wähler, ja, kann man auch sagen, mittlerweile wirklich sehr ausgeprägt ist. Normalerweise würde man sagen, wenn man seine Politiker wählt, dann würde man sicherlich ein bisschen pragmatischer daran denken, wer was verspricht oder zumindest irgendwie logische Bezugspunkte finden. Das ist nun nicht mehr der Fall. Also das ist, glaube ich, seit vielen Jahren, also viele Jahrzehnte war das nicht so. Es ist ein Phänomen, das speziell jetzt mit unserer Zeit zu tun hat. Also, wenn man einander zuhören möchte, und das ist im Judentum, glaube ich, auch so von der Grundlehre eigentlich verankert, es ist ein Grundprinzip des jüdischen Denkens, dass man offen ist, dass man eigentlich sich nicht auf die Antwort fixiert, sondern auf die Frage. Und eine Frage hat im Judentum mindestens zwei oder drei Antworten. Also es gibt nicht das Richtige oder das Falsche. Selbst in den religiösen Schriften, also Talmud und so, hat man eigentlich zwei sehr oft auch gegensätzliche Antworten. Und das Judentum fordert die Menschen heraus, für sich selber die Antwort zu finden. Selbst wenn zum Beispiel im jüdischen Kalender die hohen Feiertage kommen, also Rosh Hashanah, jüdisches Neujahr, und 10 Tage später der Versöhnungstag, Yom Kippur, da redet man tatsächlich, dass man die Aufrechnung der Seele machen soll. Cheshbon Nefesh heißt es auf Hebräisch. Also jeder steht sozusagen also vor Gott oder vor dem ultimativen Richter und muss zurückblicken und sagen, na, wie war ich dieses Jahr, war ich gut genug, habe ich meine Mitmenschen gut behandelt, wo habe ich eitel und unvernünftig gehandelt und wo muss ich mich entschuldigen. Also, und in der Tat, bei uns ist ein festes Prinzip ist, dass das, was man jetzt gegenüber Gott sozusagen verbrochen hat, da muss man Gott um Vergebung bitten am Versöhnungstag. Aber wenn man mit seinen Mitmenschen etwas Schwarzes angestellt hat, da ist Gott nicht zuständig, das muss man selber richten. Da geht man auf den anderen zu und sagt, ich war ignorant, ich habe deine Gefühle verraten, ich habe nicht auf dich gehört, ich habe dich verletzt. Und genau, das kann sehr, sehr tief gehen und für mich ist es ein wunderbares Beispiel, wie Religion, also sagen wir mal Doktrin, eigentlich mit dem Menschendasein, mit dem Individuum eigentlich sich eigentlich gut verbinden kann. Also das ist jetzt nicht nur die Praktikabilität oder die Heiligung da ist, sondern eben Gesetze, die auf jeden Fall fürs Leben da sind. Also auf allen Ebenen. Judentum ist auch eine offene Religion, also es hat immer Einflüsse kulturell, aber auch menschlich, von anderen Kulturen aufgenommen. Also es ist sicherlich keine Religion, die proselytiert hat, das ist im Judentum eigentlich überhaupt nicht gegeben. Aber das ergibt sich so spontan durch diese eben Offenheit, dass man die Gesetze des Landes respektiert, dass man für die Menschen offen ist, die Sprachen spricht. Also es ist wirklich sehr üblich, dass verschiedene jüdische Menschen mehrere Sprachen sprechen, weil man so ein bisschen sicherlich wandert durchs Leben, aber auch weil man also die eigene Sprache, also es ist so familiäre Geschichten, die sich daran haufen. Und indem man nicht eine einzige Antwort serviert bekommen möchte, wie man zu leben hat, sondern selber drauf kommen soll. Und indem eigentlich der Zweifel oder die Abwägung eigentlich der Gesellschaft, die politischen Abläufe immer präsent ist, auf diese Weise, glaube ich, kann man ziemlich weit kommen im Dialog miteinander. Da kann man auf jeden Fall mehr vom anderen lernen, muss man eigentlich sogar, damit man das mit sich selber auch sogar ausmacht. Und das sind so Elemente im Judentum,
die sich hier in der Villa Seligmann als ein Ort der Begegnung mit der Sprache der Musik eigentlich ziemlich gut schildern, erläutern, behandeln lassen. Und es macht sicherlich sehr viel Spaß. Es ist manchmal so Kopfschmerzen bereitet, denn wo fängt man an, wie will man einen Gedanken kristallisieren, das merkt ihr wahrscheinlich auch, dass es mir schwer fällt. Aber es ist die Mühe wert und es ist auf jeden Fall etwas, wo man immer wieder in verschiedenen Töpfen sozusagen kann man einen Samen legen und da wächst immer etwas daraus. Vielen Dank, Elia. Sorry, es ist immer so. Nein, es ist wunderbar. Vielen Dank für dein Erzählen und teilhaben lassen. Wir suchen interkulturelle Persönlichkeiten. Und ich finde das ganz inspirierend und wunderschön, von dir das erzählt bekommen zu haben. Danke sehr. Gerne. Interkulturell ist, wie sagt man das? Und ich habe das versucht, ins Deutsche zu übersetzen, also das wäre kulturübergreifende Persönlichkeiten oder Identitäten. Weil das, die Frage der Identität, die beleuchten wir hier bei jedem Salongespräch, denn es kommen verschiedene Künstler, manchmal jüdisch, manchmal nicht jüdisch. Und wie man das jetzt irgendwie mit dieser, also mit der jüdischen Musik, die ja so viele Identitäten eigentlich mitbringt, wie man das behandelt. Und von Künstler zu Künstler gibt es andere Antworten. Die jüdischen Künstler sagen, das muss man mit sich selber ausmachen, oder sieht das anders. Ich kann nicht dafür mich verantworten, was die anderen empfinden. Das ist keine Aufgabe. Finde ich auch richtig. Aber eine deutsche Künstlerin hatte gesagt, Identität ist etwas Einengendes, Einzwingendes. Sie will eigentlich, wenn sie die Frage Identität hört, dann fühlt sie sich irgendwie, fühlt sie sich bedrängt, sich zu etwas bekennen zu müssen. Und das findet sie nicht und für sie ist Identität, wenn schon irgendwas Gutes dran sein soll, ein emotionaler Begriff, ein Gefühl. Und vielleicht auch etwas, was ständig im Werden ist. Genau. Was sich gar nicht verfassen lässt, sondern im Leben durch die Begegnungen sich immer weiterentwickelt. Ja, das finde ich ganz toll, weil, um das mal auf ein anderes Thema zurückzukommen, eben die jüdische Leben in Deutschland, ist es möglich, ist es nicht möglich, nachdem alles, was hier passiert ist, sind es ja die Amalekiter, also die Erzfeinde des jüdischen Volkes, für immer gewesen, wie manche Leute das gerne sehen wollen, oder ist man bereit, hier wirklich eine Tradition und eine Selbstverständlichkeit zu bekommen. Denn es ist nun so, das habe ich auch selber natürlich sehr oft erlebt, man ist hier jüdisch, aha, du bist jüdisch, aha, dann ist ein Jude da. Also erstens das Wort Jude ist sowieso furchtbar. Also ich meine, für jüdische Ohren ist das immer so ein stigmatisiertes Wort. Nicht nur für jüdische Worte, also es ist irgendwie, die Geschichte ist doch nicht so lange her irgendwie. Deswegen, ich sage nicht, ich bin Jude oder so, das ist für mich furchtbar irgendwie. Also auf Deutsch, in Englisch auch, say yes, I'm Jewish, of course. But also it's Jewish, also Jüdisch, das ist dann besser, weil ja, in Begegnung, wenn man sagt, bist du Jude, bist du ein Jude, dann würde ich sagen, bist du ein Christ, bist du ein Moslem? Also weil letztendlich genau, also das ist, es sind verschiedene Ebenen, also es ist irgendwie so eine Verschiebung entstanden, man will das gut machen, dann kommen ja die ganzen positiven, also vielleicht nicht antisemitischen, aber semitischen Behauptungen, die Juden seien ja alle so begabt, die seien alle so gut für die Musik und die würden alle so viele Sprachen sprechen. Das meinen die Leute wirklich gut, aber da siehst du, wie das andere Extreme dann geht, das genauso eigentlich ungesund ist. Mhm. Also wann wird es möglich sein, so ein bisschen selbstverständlicher damit umzugehen und nicht ständig Sachen auszuweisen und beschildern zu müssen, du bist Jude und so. Ich meine, nein, ich will eigentlich, ich begegne dir jetzt hier nicht als Jude oder so. Ich bin einfach ein Bürger, oder wenn du bist Mitbürger und ich mache, was ich mache, ich glaube, was ich glaube, du glaubst, was du machst. Und wir können zusammen, wir leben sowieso zusammen und lass uns einfach das Beste draus machen. Also diese Selbstverständlichkeit, also da muss noch einiges an Wasser, glaube ich, fließen. Und das ist für mich, glaube ich, das ultimative Ziel. Okay. Ja. Danke.